Take 1. Thank you.
Ich kann was sagen, ja? Ja? Irgendwo in mir ist dieser Punkt, wo ich alles annehme. Ungefiltert. Gefiltert vom System. Mit zeitverlorener Genauigkeit. Sicherheit. Den Ton treffen. Und wissen, dass er so stimmt. Dass alles so stimmt. Man darf nur nicht aufhören, ne? Was ist mit dem, was man singt morgens unter der Dusche? Oder was man summt, wenn man die Wäsche aufhängt? Oder die Spülmaschine ausräumt? Oder was man ruft, wenn man mit dem Fahrrad unter einer Brücke durchfährt? Wenn man weint? Oder wenn man lacht? Etwas, was schon immer da war, plötzlich erklärt, annehmbar. Dass man auf einmal sieht, wie schön die Einzelne ist. Aber du lachst doch immer. Ja? Aus dem Spiegel des Gegenübers. Alles spiegelt alles. Das ist Musik über Musik. Die universale Harmonie. Aber was ist das Maß? Was ist das Maß, um zu wissen, was echt ist? Und wie lange brauche ich bis zur perfekten Abstumpfung? Ich will sagen, warum man mich oft nicht hört, warum ich oft nicht spreche, warum ich lache, anstatt zu antworten. Ich den Punkt, an dem ihr mich seltsam findet, in euren Augen suche, ihn herbeisehne, weil ich dann wieder weiß, wer ich bin. Aber ich weiß auch, in diesem kleinen Punkt der Iris, da sind wir gleich. Aber das weiß ich erst später. Wenn alles verschwunden ist, in unserem Lachen. Zeitverlorener Genauigkeit, Sicherheit, den Ton treffen und wissen, dass er so stimmt. Die Disziplin der Schaffung von Tönen, Lauten, aus der
positiven Selbstaufgabe in der Perfektion des Klangs. Uralte essentielle Schallwellen, immer höher geschichtet. Entsteht etwas Neues? Neue Musik? Durch die Anwesenheit von Körpern? Kann Musik Musik ohne Körper sein? Ich habe Hunger. Hunger nach der Grenze, wo man mich nicht mehr verstehen kann. Wo ich mich nicht mehr verstecken kann. Ja, komm. Komm her. Komm her. Komm. Vielleicht ist man stumm, wenn man glücklich ist. Aber bin ich abgestumpft? Oder habe ich gelernt? Und wie klingt das Verhältnis von Wissen und Widerstand? Ich hätte nie gedacht, dass ich Scham schön finden könnte. Aber vielleicht ist dahinter ja die schönste Ehrlichkeit. Was hört man, wenn man in der U-Bahn wartet und den anderen zuhört? Oder wenn in der Wohnung über dir ein Kind lacht? Oder wenn man in einer fremden Stadt abends durch die Straßen geht
Oder wenn man in einem Park den alten Menschen auf der Bank zuhört. Ich spreche vom Eingraben. Man könnte aber auch vom Zuschütten sprechen. Vom Versenken. Vom Hineinlegen. Mein Thema in mein Leben. Mein Leben in mein Thema. Eine mehr oder weniger prägnante Gestalt. Ein tragender Grundgedanke. Auf Wiederkehr. Abwandlung. Und Veränderung hin angelegt. Konfrontieren, kombinierbar mit anderen Themen. Die Verstrickung von Form und Inhalt, die ist das Schönste und schwer zu begreifen. Auch und vor allem, wenn sie fremd ist und neu.